Thank you.
Und los geht's. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Age of Wonders, Diplomacy with the Dragons oder with Dragons, ist klar. Hier sind wir wieder dran in der nächsten Runde. Jetzt hole ich mir mal ein bisschen hier zur Abwechslung mal ein bisschen anderen Sound rein. Oder mit ein bisschen dazu. Dass ich nicht immer March of the Holy. Das ist gar nicht mal so schlecht. Of the Halflings, ja, natürlich. Und zwar zur Liste hinzufügen. Und auch nochmal einen dritten Song. Snowscapes, das hört sich gut an. Oder haben wir den? Ja, den haben wir schon drin. Jupp, das können wir nehmen. Okay, orientieren wir uns mal. Was haben wir denn also von der letzten Folge noch so produziert bekommen? Ein Drachenschiffle. Das ist es. Das hat auch 32 Reichweite. Der Bohrer ist produziert, damit wir in die Höhlen gehen können und mal so ein bisschen hier rumbohren können. Da würde ich erstmal sagen, das werden wir erst einmal machen. Einmal ist mir eh in diese Richtung rein. Den werden wir aber natürlich in eine gute Gruppe mit hineinfügen. Ich würde mal fast sagen, den hier. Gut, der Bohrer hat nur noch zwei, das ist nicht schlimm. Den mache ich dann in der nächsten Runde in diese 7er Gruppe rein. Ja. Strudel erforscht. Apropos Strudel erforscht. Da muss ich nochmal wieder unter meine Magie gehen und meine Forschung. Und Heilwasser wird noch erforscht. Als nächstes noch zwei Runden über. Was ist denn hier mit unserer Galeere? Die lassen wir hier einfach mal stehen. Erstmal Adr. Was könnte denn wichtig sein? Besten an einem gegnerischen Hafen hinstellen. Das wäre zum Beispiel hier. Gut. Das müssten wir aber dann in weiser Voraussicht tun. Und gucken, ob wir das Nordlicht ist hier. Mit meiner Schneekönigin. Oder besser gesagt Frostkönigin. Die können gute Dinge vollbringen. Das finde ich gut. Die werden wir aber gucken, wen haben wir hier? Das sind die, die sollen erstmal hier stehen bleiben, verteidigen. Genau, richtig. Da müssen wir irgendwann mal drauf warten. Wie sieht es mit der Stadt aus? Wie viel produziert die? Die wird produziert bzw. installiert. Ja, dann werden wir dich doch mal hier hinsetzen. Oh, das ist eine gute Truppe. Aber warum ist da kein Herold drin? Da gucke ich mal, ist der hier? Ja, das ist er nicht. Das ist ein scoutender Reiter, ein reitender Scouter, besser gesagt. Dann gucken wir weiter. Zack, machen wir mal weg. Eine bessere Übersicht. Ja, die Echsen wollten wir eigentlich mal so ein bisschen angreifen. Also, gucken, was hier so passiert. Könnte das Ding hier... Ach du liebes Bisschen, hier ist was Neutrales. Der hat mich jetzt bestimmt gesehen. Den sieht man gar nicht bei dieser verkohlten Stadt. Könnte ich nämlich wieder aufbauen, die Stadt. Das geht nämlich auch alles. Wenn es hier in der Nähe eine Werkstatt hat, hat es aber nicht. Gut. Wolfgang, wo steckst du denn jetzt? Ach, du steckst hier. Und da ist ja noch ein Level 1 Herold, den ich da habe. Den können wir zum Beispiel hier mit runter tun. In dieser Gruppe. Was habe ich mit dir eigentlich vor? Noch nicht viel. Das ist ein Zweierpanel. Also, gehen wir doch einfach mal hier runter. Genau. So, wie sieht es mit den Städten aus? Die produzieren erstmal Waren. So, hier ist eine Werkstatt.
Und ich könnte jetzt hier, achso, nochmal einen Bohrer produzieren. Nein, das ändere ich jetzt. Das nehme ich weg. Ich möchte nämlich den hier produzieren. Produzieren Baumaschine. Damit wir später hier unten das verkohlte Ding hier aufbauen können wieder. Das ist hier unten. Aber bis wir da hinkommen. Ist denn da kein Hafen in der Nähe? Nee, nur den da hinten. Mit einem Drachenboot. Dann überlege ich mal, hier ist ein Hafen. Da wäre kein Hafen, nur da unten. Bloß an den kann ich nicht anlanden. Gehört der noch friedlichen Ork-Gruppe. Okay, dann werden wir mal eine Runde weitermachen. Nächste Runde. Gucken, was haben wir denn hier? Nichts produziert, nichts gemacht. Dann den Bohrer hier in diese Truppe schicken. Und diese Truppe in die Richtung. Der Bohrer hat unheimlich wenig. Er kann nicht viel. Ne? Wir könnten ihn eventuell. Nee, geht nicht. Geht nicht. Was wir machen könnten ist. Nee, wir bleiben. Ich muss ehrlich immer überlegen, ob ich die Gruppe noch auftrenne oder nicht. Ist natürlich jetzt auch eine andere Geschichte. So, du kannst aber noch einen nach vorne. Nee, kannst du nicht. Gut. Weiter im Prospekt. Wen kann man denn noch nehmen? Schauen wir mal. Ach ja, hier. Gruppe mit der Königin, der Frostkönigin und diesem Geist. Würde ich hierhin platzieren, weil dieser Teleporter später für uns ziemlich gefährlich werden könnte. Habe ich in der Nähe noch was? Ach, er hier. Ein Geist. Marionette. Oben ist eigentlich nicht so viel zu tun. Sieht dann nicht so aus, als würden sie irgendwann mal gefährlich werden. Okay. Über zur Galeone. Und hier hin. Da sollte ich meine Flotte irgendwie mal erstellen. Das wäre gar nicht mal so unschlecht. Dass ich da. Möglichkeiten. Produzieren Drachenschiff. Ach, die werden schon produziert. Dann haben wir 3 insgesamt. Dann machen wir noch eins dazu. Dann ist gut. Aber das dauert lange, bis die fertig sind. Lange, lange, lange. So, hier oben. Okay, da hier haben wir zum Beispiel 2 Magier. Können wir ruhig einen rausnehmen. Und den lassen wir drinnen. Was haben wir hier? Magier ist ja hier installiert. Noch mal ganz vorsichtig hier noch einen dazu. Stopp. Mal Reihenfolge drücken. Zack, dann bleibt's in der Liste. Yes. Wunderbar. Okay. Wo sind denn eigentlich die Grünlinge hier? Also hier da unten. Das Ding will ich als erstes einnehmen. Bevor ich mir mit den Echsen den Krieg erkläre. Also, rücken wir truppentechnisch mal nach unten. Da können wir nicht hin. Das ist ja ein Kraftknötzchen. Aber trotzdem bleibst du mal hier. Da kann man gleich hier das vereinnahmen. Gut. Also. So, Heroldchen.
immer schön nach unten. Machen wir auch schon anklicken hier, sonst läuft's nicht. Ich glaube, so haben wir es erstmal. So, erforscht ist das heilende Wasser. Kälte auch, weil wir ja Frostlinge sind, machen wir das auch. So, du erstmal ganz wichtig hier runter. Kommt noch nicht so weit. Bohrer. Hier ist die Baumaschine. Ist hier produziert worden. Die werden wir mal hier auch in die Richtung schicken, weil ich das hier wieder aufbauen möchte. Die kommt natürlich auch nicht so weit, ne? Das ist so ein behäbiges Gerät, so ein ganz schwerfälliges. Kommt natürlich nicht so weit. So, wir machen das anders. Wir werden hier wieder zurückgehen. Warum ich jetzt eben diesen Schritt gemacht habe. Ja, ist manchmal so. Ich will mit meinem Hauptherold hier runter. Das ist ganz wichtig. So, dann kannst du auch noch mal hier eine Runde unterstützend sein. Die Orks, die sind natürlich hier absolut in der Überzahl. Das kann man ja hier schon in der roten Farbe an der Majorität sehen. Höhle, da ist noch nichts. Da gibt es ja auch noch was zu holen. Ja, da könnten wir mit der Truppe und dem einen Herold in die Höhle rein. Ne? Also hier. So, was bist du? Du bist auch nur so ein Frostling-Schamani. Okay, was ist denn hier mit meiner... Genau, die werden wir mal hier schön in der Nähe des gegnerischen Hafens platzieren. Genauso mit dem Drachenschiff schon mal vor. Dort natürlich ein paar Runden, ist klar, ne? Dim, dim, dim. So, wer hat denn jetzt noch nicht... Ja, ihr seid noch nicht gelaufen. Ist aber auch... wichtig, weil pass mal auf, wir machen folgendes. Einen holen wir hier raus, den holen wir hier raus, setzen hier in diese Gruppe rein und machen die beiden wichtigen Kämpfernaturen hier rein. Später, falls hier einer was machen will. So, das Ganze machen wir dann auch hier sicherheitshalber zur Verteidigung. So, wer ist denn jetzt noch drin? Yep. Steht auch erstmal da. Soll so sein bleiben. Wie sieht es mit der Stadt hier aus? Yeti ist produziert. Mal gucken, was kann denn der Yeti alles? Kann ich das hier? Ne, kann ich noch nicht. Erst wenn er produziert ist, kann ich das sehen. Weiter geht's. Ja, ich würde mal sagen. Genau. Die wichtigen Züge sind gemacht. Wieder eine Pestilenzwolke. Habe ich die nicht kommen sehen oder was? Oh Mist. So,
Klo schafft ein Level, da dies auch einer. Widerstand 13, Treffer 32er Bewegung. Ja, ich brauche mal ein bisschen mehr Widerstand für ihn. Ein bisschen mehr Angriffspunkte. Erstmal das. Was kann der denn sonst alles drauf? Rundumangriff. Ja, schön. Ein Zauber 1 hat er. Fertig. Also, jeder schafft es. So, hier hoch. Weil hier schon mal Richtung der Truppen gegangen werden kann. So, das Baumaschinen-Skin. Wo war denn das Baumaschinen-Skin? Das ist hier. Und ich könnte natürlich hier die Leute angreifen. So, was war denn das jetzt mit der Pestilenzwolke? Ach, das waren die beiden. Da würde ich mal sagen, dass wir hier mal so ein bisschen aus der Reichweite der Pestilenzwolke rausgehen. Na, ich wollte dich haben. Was kannst du denn? Du kannst gar nichts. Du kannst leider nicht heilen. Na, schauen wir mal. Was kann hier? Moment mal, das ist jetzt hier Stufe 1 und das ist eine Zweierstadt, kann ich aufwerten auf Stufe verbessert Stadtverteidigung. Bodentruppen müssen den Wall durchbrechen, bevor sie die Stadt befestigen, haben wir ja genau. So, wertet die Infrastruktur auf. Genau, das werden wir machen. Das dauert ein bisschen, aber wir müssen erstmal wieder ein bisschen Gold einnehmen. Ja, ja, am Golde hängt's, zum Golde drängt's. So, unser Scouter wird erstmal hier ein bisschen erkunden. Nee, du bleibst mal hier. So, was du machen könntest ist... ich kann mit den... gucken, wie viel haben wir denn? 64 Gold, das wird wohl nicht klappen, ne? Wie viel wollen sie denn haben? Diese Gruppe möchte sich ihren Truppen anschließen. Ohne Geld? Okay. Das ist ja mal cool. Jetzt müssen wir mal gucken, wie die drauf sind. Moral ist okay. Das sind dunkle Elfen, sind das. Ja. Das ist ein Sturmpriester. Ja, und ein Fechter. Gut, gucken wir mal. Wen können wir denn davon gebrauchen eigentlich? Den Fechter nicht, den hier nicht und den, die werden wir mal hier rüber tun. Ganz wichtig ist, dann nehmen wir mal einen raus. So. Na, das dauert noch eine Runde, bis ich die dann vereinigen kann. Ah ja, kannst du mal weiter. Okay. Okay, erstmal so weit wie möglich raus. So, wo ist denn unser eine Drachenboot? Ist hier. Genau, richtig. Sich irgendwann mal hier hin begeben. Bogenschütze, ja, ganz wichtig. 3 Einheiten angeschlossen. Hoffentlich desertieren sie nicht später. Und weiter geht's. Drachenschiffchen produziert, das ist gut. Forschung, Wasser erfrieren.
Jetzt habe ich eigentlich so die wichtigsten Forschungsteile für mich, also jetzt was hier die Gruppe angeht, durchgeforscht. Jetzt mache ich halt eben noch die Flavor-Forschung. Also hier geht's hier hin. So, und du gehst auch hier in die Richtung. Wasch. So. Du wolltest hier runter, genau. So. Habe ich die Baumaschine vergessen zu bewegen in der einen Runde? Wir wissen es nicht. Wo ist er denn? Ist hier. Supi. So. Gucken, ob wir schon runter können. Wir können schon nach unten. Und schon sogar ein bisschen vorpreschen. Gehen wir wieder mal in die Oberfläche und holen noch mal unseren Schaman rein. Warte mal, wen holen wir hier raus? Zack. Zack. So, dann ist das hier wieder eine Achtergruppe und alles ist tutto completi. Die lassen wir hier. Aber am Boke, komm hier ruhig rein. Ja. Sieht eigentlich ganz gut aus. Bin dafür, dass wir hier den und den diesen nochmal hier mit rein pfeffern. Tja. Nochmal Naturelementargeist ist sehr teuer. Ich bleibe erstmal bei meinen Elfenbogenschützen. Ich brauche Einnahmen. Also sonst werden die hier nicht weiter produziert. Das ist echt sonst hakelig hier. So, okay. Stopp mal. Wer wollte denn? Ach, der Vogel sollte noch wollten. Ja, okay. Oh, geht nicht mehr. Schauen wir mal weiter. Ach, du kannst noch. Ja, du sollst erstmal die Stellung halten. Du sollst auch die Stellung halten. Auch gut. Wo wolltest du denn hin? Ach so. Ja, eigentlich doof. Dass ich da den Rambock produziert habe, obwohl es hier nicht zu geben. Dann machen wir folgendes. Den löse ich mal auf. Zack. Sonst muss ich mal gucken, ob wir den Rambock irgendwie zerstören können. Da gab es nämlich was. Komme ich jetzt nicht drauf. Wollte kaputt machen. Genau. So klappen, weil der Rambock sich ja nicht bewegt. Okay, gehen wir da zurück hier at home, weil die Pestilenzwolke wieder von dannen zieht. Da-da-da. Okay, so wie das aussieht, ist erstmal alles gut positioniert. Du sollst auch da bleiben. Jetzt sind wir da in der Mitte. Ja, lassen wir so. Okay, das sieht man kaum. Da ist doch hier die Rambock. Nee, das ist eine Gruppe. Da ist der Baumaschinen-Heinz. Er hat den Glauben verloren und verlässt ihre Reihen. Hier, toll.
Eine Einheit desertiert. Was? Sie? Die hab ich doch produziert. Ich glaub's ja nicht. Er ist doch... Das verstehe ich jetzt nun überhaupt nicht. Yeti produziert, was kann der Yeti? Schauen wir mal, was Yeti kann. Angriff, Bergsteigen. Ah ja, kann über die Berge klettern, ja logisch. Ja, das ist jetzt echt ulkig. Weiter runter hier. Jetzt habe ich hier für teuer Geld das Ding hier. Jetzt hat die wahrscheinlich desertiert, weil sie nämlich hier mit bei war. Mist. Nochmal gucken. Moral okay. Ich muss das Ding hier vernichten. Das ist echt doof. Sonst wird mir das nämlich zu... riskant. Okay. Zack. Ah, machen wir hier ein Automatisch. Nee, wir machen taktisch. Und dann gehen wir auf automatisch. Dann können wir noch ein bisschen was gucken. Schlag weg, kaputt. Was ist da eigentlich? Easy sein. Hat mein Einhorn eingewickelt. Nicht schön. Reiter, wenn ich die nicht irgendwie binde. Gucken wir mal. Erstmal die Heilkunst verwenden. So. Hast du schon hier Heilkunst? Nee. Kann man auch noch verwenden. Zack. Man braucht es nicht so lange Runden, damit wir wissen... nicht mehr. Du könntest noch, wenn wir uns hier mal in die Berge platzieren. So, Schiffchen. Du wolltest ja mit nach oben und dann die ersten Höhlenerfahrungen machen. Ja. Dann werden wir mal schon mal hier anfangen zu bohren. In die Richtung hier. Jetzt müssen wir mal gucken, passen wir hier rein. Wir passen da rein. Auch das geht. Fläche. Jo. Gut, ich würde sagen, Runde beenden und weitermachen.
gegen mich wehren. So sieht das nämlich aus. Oder verzauberte Spaßen ausgesprochen. Das heißt, wenn die ausgesprochen sind, dann kann man für ein paar Runden Einheiten schneller bewegen, respektive weiter bewegen. Okay, du gehst jetzt erstmal hier hin. Dann speichern wir mal. So, und hier können wir noch schon nach unten. Wie bitte? Status erforscht. War da wieder jemand? War wieder jemand eher da? Ah, ärgerlich. Gut. So. Na komm. Nehmen wir den Yeti mit. Na, nicht ganz nach oben, oder? Nein. In unsere gute Gruppe. Weiter gucken. 5, 6. Ah ja. Die Schiffchen sollten natürlich noch. So wie du. Weitere Einheiten, die wir bewegen können, die werden wir erstmal stabilisieren. Stopp. Sicherheitshalber hier rein, weil es unten auch Befestigungen sind. Gruppe. Ja. Ihr bleibt da. Okay. Weiter geht's. Ach geil, hier ist auch ganz süß, wenn man den einsetzt. Dann wirbeln die lustig, die Gegner so lustig in der Welt rum. Okay. Okay, weiter. So. Hier hin. Natürlich bremst natürlich dieser Rambock etwas. Wenn wir schon in der Nähe der Höhlen sind. Dann gucken wir mal, wie weit wir bohren können. Ah ja, okay. Stein hält auf, obwohl wir noch 8 Stück haben. Mauer zermalmen, Tunnelgraben, da steht's nämlich schon. Da können wir nicht mehr rein, das ist dann zu groß. Weiter geht's. Dich hier mit zu dem Reiter dazu. Die Baumaschine hier. Tja, weiter geht's. Thank you.
Kunst des Barden. Garastanum Giftschutz. Giftschutz ist gar nicht mal so unschlecht. So, dann werden wir entweder den Angriff, ja, die Angriffsmoral mal erhöhen. Hier runter in den Süden. Das ist gut für die Verteidigung. Drachenschiff ist wieder produziert. Hier hin. Jetzt hast du noch was frei. Kannst du den bohren? Er kann bohren. Zwei Einheiten. Ich hätte natürlich eine Einheit haben müssen, die ein bisschen weiter vorausschauen kann. Das kann ja nur ein Held. Aber mal gucken, ich habe ja hier noch einen, der hier in der Gegend ist, der mit dazu stoßen sollte zu dieser Truppe. Warte mal. Den werden wir jetzt auch gleich mal nach unten befördern. Na, nochmal. Hallo, jetzt. So, na, kann noch nicht weit gucken, aber erst wenn der nächste Level ist, dann könnte das funktionieren. Anklicken und mal sicherheitshalber alles abgrasen. Aha, da ist noch was. Das will nach hier runter. Genau. Ach, ist da die Rambock-Geschichte dabei? Nee, die Baumaschine ist dabei. Die Baumaschine. Die will ich aber nicht. Will nur dich hier, damit du ein bisschen weiter nach vorne kommst. Gut, erstmal alles standhaft. Oh, hier wird ein Kampf angezeigt. Von unseren Verbündeten. Verbündeten haben wir jetzt einen Kampf gesehen. Wir waren also nicht mit involviert in dem Kampf. Ja. Zarzu ist besiegt worden. Am Tag 21 wurde das Reich der Echsen angeführt von Zarzu besiegt. Also, die Echsen gibt's nicht mehr. Volker von den Frostlingen, Sie sind der Sieger, weil ich mich verbündet habe. Ja, so kann es auch gehen. Falls ihr das irgendwie später mal angucken solltet, es ist jetzt eine kürzere Folge geworden, aber vielleicht kann ich ja nochmal irgendwie noch eine Runde beginnen, vielleicht mache ich das mal auch und überlegt mir das dann halt eben. So, siegreich. So, das sind ja wir hier, die Blauen. Dann haben wir hier die Armeen, wie groß unsere Armee war. Die Echsenarmee war ja übelst wenig. So. Und das waren ja hier die Orks. Hier die Elfen. Die waren ja schon ganz früh weg. Gold. Mana. Einkommen. Haben wir hier am meisten gemacht. Die Helden. Also die ganzen Statistiken.
haben wir hier zu sehen. Und jetzt könnten wir sozusagen ein neues Spielchen machen. Ich überlege mir noch was. Und bis dahin melde ich mich später. Schaut mal wieder vorbei. Vielen Dank, dass ihr... Ja, die Pause hätte ich jetzt machen können, aber ich werde mich doch ganz verabschieden, liebe Freunde. Und bis später.